Der Wochenrückblick Nummer 112 von motorradonline.de, heute mit sehr vielen kleinen, aber nicht minder interessanten Themen. Wir schauen nämlich nochmal ganz kurz nach Holzminden und was die DUH jetzt wieder plant. Wir wissen endlich, was die tolle E-Clutch von Honda kostet. Wir sprechen über die Hunter 450 von Royal Enfield, schauen uns die beliebtesten 125er des Jahres 2023 an, schicken die großartige Hayabusa wieder in die Werkstatt. Unser täglich DUH gibt uns heute, denn die Kollegen aus Berlin haben nach der herben Schlappe in Holzminden was Neues aus Paldowert. Ja, nochmal ganz kurz zurück, der Schwachsinn mit diesem 90 dBA Standgeräusch ist vom Tisch gefegt, weil eben das Standgeräusch, also Leerlauf halbe Nenndrehzahl im Stand, nichts aussagt und nicht rechtssicher ist. Und ab hier darf man dann ruhig gehässig werden. Die DUH würde gerne im Zuge 2035 auch Verbrenner im Motorrad verbieten, wegen des Lärmschutzes, und fordert einen Grenzwert, der in keinem Fahrzustand überschritten werden darf. Liebe DUH, das gibt es. Zum einen gibt es einen Fahrgeräuschgrenzwert von 77 dBA im Zuge von Euro 4 und R4104 ist ja 2016 angewendet worden bzw. eingeführt worden. Allerdings ist der das Ergebnis aus zwei einzelnen Messungen. Seit 2017 gibt es dann noch das sogenannte ASEP, die Additional Sound Emission Provision. Die verlangte, dass Motorräder eben mit 77 dBA und einem kleinen Bonus je nach Gewicht und Größe zwischen 20 und 80 km/h ab dem zweiten Gang genau diesen Wert nicht überschreiten dürfen. Und sogar das ist 2024 noch verschärft worden mit der ASEP 2.0. Und da dürfen Motorräder eben genau diesen Wert, also 77 plus so um die maximal 3, in allen Gängen zwischen 10 km/h und 100 km/h nicht überschreiten. Sprich, das ist das echte Fahrgeräusch, das ist limitiert und reglementiert und birgt natürlich auch exzessiven Klappensteuerungen der Hersteller etwas vor. Sprich, neue Motorräder sind im Fahrbetrieb vergleichsweise leise geworden. Danke an Honda, endlich habt ihr nämlich einen Preis für das für mich sehr tolle E-Clutch-System beim 650er Motor genannt. Zur Erinnerung, auf der EICMA zeigte Honda ein recht simples, aber geniales System einer automatischen Kupplung, quasi aufgesetzt auf die normale Kupplung des nicht weniger tollen 650er Vierzylinders, kuppelt die Honda dann komplett alleine ein- und aus, geschaltet werden muss per Fuß weiterhin. Man hat allerdings auch noch einen Kupplungshebel und damals hieß es im Serie kostet das ein paar hundert Euro Aufpreis, unter da 400 Euro on top kostet das E-Clutch-System in den Modellen CB650R und CBR650R, was deren Preis auf 9.200 und 10.200 Euro hebt. Ich freue mich auf jeden Fall auf eine Probefahrt. Noch etwas dauern bis zur Probefahrt könnte es mit der Royal Enfield Hunter 450. Davon hatten wir ja schon ein paar Erlkönige gezeigt, ohne echten Anhaltspunkt, wann, wie oder wo das ganze Motorrad auf den Markt kommt. Doch unsere indischen Kollegen sind sich sehr sicher, dass die Hunter 450 bald kommt. Und das könnte interessant werden, denn gerade hat der Triumph zum Beispiel die Speed 400 offiziell gezeigt. Piaggio hat ein vergleichbares klassisches Naked Bike mit einem 457er Motor, Einzylinder, in der Entwicklung. Alle drei verbindet. Wir reden über moderne Einzylinder mit 400 bis 450 Kubik, um die 40 PS, um oder unter 170 Kilo fahrfertig, moderne Konstruktionen und alle kommen aus Indien, denn da werden sie gebaut. Triumph hat sich dazu mit Bajaj zusammengetan und da sollen dann pro Jahr so 60.400er gebaut werden. Piaggio baut ebenfalls in Indien und die technisch vergleichbare Aprilia RS4 57 kommt auch aus Indien. Und da fällt mir noch ein, die 440er Harleys, die kommen, wer errät's, genau, aus Indien von TVS. Also, 400er mit 40 PS und klassischem Design scheinen der heiße Scheiß in Indien zu sein oder zu werden. Und sind wir ehrlich, leicht und trotzdem nicht untermotorisiert, da fällt mir als Pendler doch sehr viel Schönes zu ein, nämlich 400er. Apropos kleinere Hubräume, ganz fix noch die Top 10 der 125er Motorräder, die 2023 am beliebtesten in Deutschland waren. Platz 10, die Yamaha YZF125. Den Platz 9 teilen sich die Cover Z125 und die Yamaha XSR125. Platz 8 nimmt die Fantic XMF Motard 125 ein. Die 7, da sehen wir die Suzuki GSX 125S. Platz 6, Brixton BX 125. Auf der 5 eine Beta, die RR 125. Platz 4, Yamaha SX 125. Und die Top 3 setzen sich zusammen aus der Honda
CB125R, der Yamaha MT125 und ganz vorn die KTM 125 Duke. Und in Summe wurden 2023 32.088 neue 125er erstmals zugelassen. 125 Kubik hat die Suzuki Hayabusa so um die 10 Mal und ein bisschen was dazu, aber das hilft ihr nichts. Nach Anfang 2023 muss die schnelle Susi in den USA wieder in die Werkstatt, wieder wegen Bremsproblemen. Grund, die Fittingschraube der Bremsleitung am ABS-Block ist wohl nicht fest, sprich der Bremsdruck kann flöten gehen. Betroffen sind insgesamt 993 US-Modelle, die zwischen dem 7. Juli und 1. Dezember 2023 hergestellt wurden. Bisher ist in der EU kein Rückruf bekannt. Sollte aber jemand eine neue Hayabusa genauso aus diesem Zeitraum haben, darunter fallen auch die Anniversary-Modelle, dann könnte man das ja mal checken lassen. Es wäre ja blöd, wenn der Wanderfalke eine Bruchlandung hinlegt. Übrigens, der Rückruf Anfang 23 betraf die Handbremspumpe, die wohl mit einer falschen Kolbendichtung produziert wurde. Folge war, dass der Gummiring bei Kontakt mit der Bremsflüssigkeit aufquoll und eine Ausgleichsbohrung im Bremskolben blockieren konnte. Und das war auch schon wieder der Wochenrückblick von motorradonline.de und zum Schluss noch etwas in eigener Sache. Diese Mütze hier, die ist ja ein Einzelstück und ich werde doch sehr oft gefragt, wo es die gibt. Bisher nirgends. Jetzt nehmen wir aber mal an, ich plante eine Serie für euch aufzulegen. Was darf es denn sein? Als Snapback oder als Trucker Cap? Wer würde eine nehmen und was wäre eine Motorradmütze euch wert? Schreibt es in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Au revoir und ciao.